ja mit Kriegsleuten verbunden. Denn diese Ayah ist ja in Surat Al-Ma'idah. Dann müssen wir auch den Kontext weiterlesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hinter diesen Ayah: Inna Allah la yuhibbu al-zalimin, fatara al-lazina fi qulubihim maradun, yusari'una fihim, yakuluna nakhsha an tusibana da'ira, fa'asa Allahu ayyatiya bil-fathi, awamrin min indih, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Hier, hinter dieser Ayah: O ihr, die gläubig sind, o ihr Gläubige, nehmt nicht die Juden und Christen als Freunde, denn Allah liebt nicht die Ungerechten. Aber, und das ist der Kontext, dass das Kriegsleute gemeint sind, aber diejenigen, die Krankheit in ihren Herzen haben, sie gehen in ihren Seiten und schließen mit ihren Freundschaft und sagen, wir haben Angst, dass wir getötet werden. Sag, der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala wird kommen. Bleibt auf diesem Weg. Das heißt, es ist im Kriegszustand. Und deswegen dürfen wir auf gar keinen Fall Ayaten nehmen, um etwas zu beweisen. Und die Ayaten sind für bestimmte Menschen gedacht. Das ist nicht unser Thema. Mit Kriegsleuten ist es ja bekannt, nicht nur in Islam. In allen Welten. Warum machen die Leute Verteidigungen? Und warum machen die Leute ihre Kriegsvorbereitungen und alles Mögliche? Nur damit sie ihre Länder beschützen. Bei uns Muslime gibt es auch Verteidigungsministerium, das ist sogenannte Dschihad. Und von daher, hier muss man trennen. Kein Land nimmt von einem, der das Land befeindet und bekriegt, er nimmt von ihr etwas an oder dass er mit ihnen Freundschaft schließt. Das ist uns auch Muslime verboten. Dann kommen wir zu der Sache. Also Teilnahme auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und jeder, einer, der eine andere Meinung sagt, dann sagen wir ihm, das ist eine einzelne Meinung, die von nirgendwo zu hören ist. Von damals sowie von jetzt. Alle Ulama, Teilnahme? Nein, auf keinen Fall. Denn es ist religiöse Sache und hat mit Religion zu tun, wir machen nicht mit. Über das Beglückwünschen, wenn jemand kommt und hat Feiertag, christlicher Feiertag, jüdischer Feiertag, von Feueranbeter, von Kühenanbeter von mir aus, von allen möglichen Religionen, der hat einen bestimmten Feiertag. Darf ich als Muslim ihn beglückwünschen oder nicht? Hier, meine liebe Brüder und Schwestern, hier sind die Meinungen von Ulama. Ich sage nicht, dass sie einstimmig sind, sondern es gibt Meinungsverschiedenheiten. Es gibt Unstimmigkeiten unter den Ulama und verschiedene Meinungen. Und wenn es verschiedene Meinungen gibt, das heißt, jeder hat einen bestimmten Sichtwinkel und jeder hat einen bestimmten Beweis und bestimmte Argument über diese Sache. Und natürlich werden wir beide studieren. Die eine Gruppe von den Gelehrten, sie verbieten die Teilnahme sowie das Beglückwünschen strengst verboten. Nein, nein, und sie verbinden sogar das mit Kufr zusammen. Sie verbinden das mit Kufr zusammen. Das heißt, wenn man das tut, dann ist man im Kufr gelandet, in Unglauben gelandet. Aber wieso nehmen sie Tahni'a, das Beglückwünschen, als strengst verboten und haram? Sie nehmen die gleichen Beweise, die wir vorhin genannt haben. Sie sagen, es ist ein falsches Zeugnis. Wenn du jemanden beglückwünschst, das heißt, das sind jetzt die logischen Beweise. Und dann kommen wir auf die religiösen Beweise. Die logischen Beweise, ich sage, wenn du ihn beglückwünschst, das heißt, du nimmst deinen Glauben an. Und das heißt, du bestätigst den Hintergrund von diesem Feiertag. Er feiert zum Beispiel, dass Jesus gekreuzigt wurde an diesem Tag und das ist für ihn ein Feiertag und du kommst und du sagst ihm, ich wünsche dir alles Gute bei deinem Feiertag. Das heißt, du bestätigst ihm diese Sache, und das ist, als ob du den Kufr selber bestätigst. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, der war sehr streng dabei. Genauso wie Ibn Taymiyyah. Sie sagen, das ist noch schlimmer, als wenn du ihm bestätigst, dass er zum Beispiel Alkohol bei dir trinkt. Oder dass er Zina, Unheil mit einer fremden Frau vor dir macht. Und du bestätigst ihn dabei, hier, wenn du ihn beglückwünschst, es ist genauso, du bestätigst einen Kufr und das heißt, du bist damit verbunden. Ich nenne jetzt die Beweise. Ja?
Und sie sagen auch, wenn du ihn beglückwünschst, das ist auch eine Art von Teilnahme, ob du willst oder nicht. Das ist auch eine Art von Teilnahme. Und wenn du ihn beglückwünschst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ, dann hast du auch Azur von deinem Mund ausgesprochen. Das heißt, du hast ein falsches Zeugnis gegeben. Du hast was Falsches bezeugt. Du sagst ihm Glückwunsch, Glückwunsch. Das heißt, du hast Shahada zu Zur. Und wir wissen, dass Shahada zu Zur im Islam eine gravierende Sünde ist. Und sie sagen außerdem, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Derjenige, der einem bestimmten Volk nachahmt, er gehört ihnen. Und sie nehmen auch die Ayaten, die in allgemeine Ayaten, la tajidu qawman yu'minuna billah, du findest keinen, der an Allah am jüngsten Tag glaubt, er schließt Freundschaft mit einem, der Allah befeindet. Ja? Und er sagt also, das ist auch eine Art von Freundschaft schließen. Sie nehmen diese Aya und sie verbinden das damit. Ich sage euch, das, was man findet, wenn man die Beweise guckt, bei denen nur diese Beweise findet man, dass die Ayaten la tajidu qawman oder die ihr glaubt, nimmt nicht die Juden und Christen als Freunde oder diese walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru billahu marru kirama oder die anderen Ahaditen, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns dazu ruft, nicht gleich wie die Juden und wie die Christen zu machen. Und dann nehmen sie natürlich auch die logischen Beweise am meisten, dass sie ein bisschen rumphilosophiert und gesagt, wenn du beglückwünschst, dann hast du eine Bestätigung gegeben und das heißt, das gefällt dir auch, Ar-Rida. Nicht nur At-Tahni'a, sondern Ar-Rida. Das gefällt dir, was sie tun vom Unglauben. Das sind die Beweise. Da kommen die anderen und sagen, wartet mal. Erstmal wollen wir diese Beweise studieren, die ihr da genannt habt. Ihr habt gesagt, das Beglückwünschen ist eine Bestätigung. Wir sehen das nicht so, sondern das ist eine Form, wenn jemand uns was gibt, das heißt, was Gutes tut, wenn jemand mich bei Ramadan beglückwünscht oder bei meinem Feiertag beglückwünscht, ich erwidere das wieder. Ich erwidere das wieder. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, entbietet man euch einen Gruß, wenn man euch begrüßt, so sollt ihr ihn mit einem besseren erwidern. Doch zumindest mit dem gleichen. Also ein Muslim, wenn jemand mir was Gutes tut, ich gebe ihm noch mehr als das, was er mir getan hat von Güte. Aber am mindestens muss ich ihm das Gleiche geben. Und sie sagen, es ist nur ein Gruß, was er mir gegeben hat. Als er mir gesagt hat, Glückwunsch für deinen Feiertag, er ist nicht Muslim damit geworden und er hat nicht meinen Glauben anerkannt, aber er hat das rein aus Respekt zu meiner Person, hat er mir das gesagt. Er sagt, das ist auch ein Gruß, ich erwidere das wieder, indem ich ihm sage, auch das Gleiche, ein Glückwunsch auch von mir. Sie sagen, das ist Nummer eins. Wir sehen das nicht als Bestätigung. Ar-Rida, dass es uns gefällt, sie sagen, Ar-Rida hat mit dem Herzen zu tun. Hat mit dem Herzen zu tun. Denn derjenige, der beglückwünscht, heißt immer noch nicht, dass es ihm gefällt und dass er diesen Glauben annimmt und bestätigt. Ich kann etwas dagegen haben und unabhängig davon, jemand hat seinen Feiertag, ich sage ihm schönen Feiertag, es spricht nichts dagegen. Und den, sie nehmen auch Beweise, genauso wie die anderen. Ich sage, dass Imam Ahmed, rahimahullah, zwei Überlieferungen haben, was das Beglückwünschen von den Nichtmuslimen angeht. In einer Überlieferung heißt es, dass er das verboten hat. Aber in einer anderen Aussage hat er das als erlaubt bezeichnet. Von daher wissen wir auch bei Imam Ahmed war das schon eine Meinungsverschiedenheit. Sie sagen, die Ayaten, die wir